Unter dem Titel Alltag, Perspektive, Wege wurde am 11. August eine Vernissage in der Geschwister-Scholl-Schule in Göttingen eröffnet. Im Rahmen des Praktikumsprogramms der Diakonie dokumentierten Schüler in Begleitung eines Fotografen Eindrücke christlicher Symbolik im Alltag. So entstand eine Ausstellung mit der Zielsetzung, neue Perspektiven und unscheinbare Details des Alltags offenzulegen. Unterstützt wird die Ausstellung von der Evangelischen Landeskirche und der CES, der zentralen Einrichtung für Sprachen- und Schlüsselqualifikation der Universität Göttingen. Herr Eggerichs, Sie waren maßgeblich an der Entstehung des Projekts beteiligt. Was war Ihre Aufgabe? Ich habe also eigentlich das Grundmaterial geliefert, und zwar indem die Schülerinnen und Schüler die Kreuzmotive gesucht haben. Und dann gesagt, okay, einfach mal ein paar Stichworte. Ich habe natürlich mal so Beispiele gegeben, ne? Und dann die Stichworte gesammelt und aus den Stichworten dann die Texte entwickelt zusammen. Ja, und wir sitzen jetzt hier mit Larissa, einer der Organisatorinnen des Projektes. Und was uns interessiert ist, wie ist eigentlich die Ausstellung zustande gekommen? Diese Ausstellung ist ja in Zusammenarbeit mit dem CES quasi. Es geht um den Kurs Projektmanagement, die Praxiserfahrung von Alexander Moritz. Und sagen wir so, die Bahnhofsmission hatte ein Projekt, das CES brauchte ein Projekt. Und wir vier Organisatorinnen haben uns für dieses Projekt besonders interessiert, da es sehr nah an den Menschen ist, sehr nah an den Schülern ist und diese Message schon sehr deutlich ist. Die Schüler haben die Texte auf jeden Fall selbst geschrieben, allerdings in einer Gruppe. Also die Texte sind halt quasi so diese Zusammenfassung, was dieses Team an Schülern in diesen einzelnen Fotos gesehen hat. Wir danken dir erstmal für diese Einblicke in das Projekt, in die Entstehungsgeschichte und auch in die Gedanken, die dahinter stehen. Und ja, wir wünschen dir noch eine schöne Ausstellung.